Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Heute sprechen wir darüber, warum Christen nichts beweisen können. Los geht es. Zuerst die Gliederung. Ich werde erst die Problemstellung euch zeigen. Dann werde ich einen Fehler aufzeigen, den die Christen immer wieder machen. Dann gehen wir auf die Beweisführung der Christen ein. Das sind die erfüllten Prophetien, wissenschaftliche Wunder, Zeichen und Wunder im Leben, die Wiederauferstehung Jesu, dann Beweise gegen das, was die Christen beweisen wollen, was am Ende übrig bleibt, dann die Ansage von irgendwelchen Clowns, dass man ohne die Bibel keinen Maßstab hätte. Und möchte ich für diejenigen, die neu dazugekommen sind und die dieses Video hier zufällig sehen, weil sie nicht meine Abonnenten sind, euch mal erzählen, warum ich das hier überhaupt mache alles. Die Problemstellung ist die folgende. Die Christen müssen nur eine einzige Sache beweisen. Es geht ja schließlich um nichts anderes, nämlich, dass alle Nichtchristen am Ende in die Hölle gehen. Und dafür fehlt jeglicher Beleg für diese Behauptung. Sie müssen auch das mit dem Sündenfall beweisen und sie müssen auch beweisen, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. All diese Dinge sind nichts weiter als Theologie. Das hat überhaupt nichts mit Fakten zu tun. Und negative Nahtoderfahrungen sind auch keine Beweise. Dazu habe ich bereits ein ausführliches Video gemacht. Jetzt kommt die Beweisführung der Christen, weil sie wollen ja trotzdem irgendwie Beweise dafür vorlegen für diese Behauptung. Und es zieht sich ein roter Faden durch diese Beweisführung, nämlich es sind Fehlschlüsse. Alles, was sie an Beweisen vorbringen, hat nichts mit dem Thema Leben nach dem Tod zu tun. Das ist also eine glatte Themenverfehlung, denn sie berufen sich immer auf das, was hier in der Welt passiert ist. Und was hat das, was hier in der Welt passiert ist, damit zu tun, was nach dem Tod passiert? Gar nichts. Und deswegen ist es vollkommen offensichtlich, dass so eine Argumentation nicht funktioniert. Erstens, die erfüllten Prophetien in der Bibel. Die Atheisten sagen nein, die erfüllten Prophetien halten wissenschaftlichen Maßstäben nicht stand, die sind alle gummiartig oder sind im Nachhinein verfasst worden, nachdem die Prophezeiung schon erfüllt wurde oder was auch immer. Auf jeden Fall können wir trotzdem fairerweise davon ausgehen, dass die Christen recht hätten und es wirklich so wäre, so wie die Fundis es behaupten, dass die Bibel das Buch der Bücher ist, wo 3000 Prophezeiungen drinnen stehen und wo jede einzelne dieser Prophezeiungen sich komplett erfüllt hat. Und zwar Wort für Wort, ganz genau. Ja, wird behauptet, stimmt aber nicht. Selbst wenn das so wäre, dann ist das noch kein Beleg dafür, dass das automatisch von einem Gott kommt und dass deswegen automatisch alles andere wahr ist, was da drin steht in dem Buch namens Bibel. Es könnte auch genauso gut sein, dass irgendwelche Außerirdischen einfach die diese Prophezeiungen reingeschrieben haben, weil die haben auch vielleicht die Möglichkeit gehabt, in die Zukunft zu sehen. Oder es waren einfach mediale Menschen, die einfach Sachen reingeschrieben haben, die sich erfüllen werden. Und anschließend ist es dann so, dass die katholische Kirche bei ihrer Bibeltexterfindung einfach diese Prophezeiungen eingekascht hat. Und das war's. Des Weiteren ist es auch möglich, dass einfach die Bibel ein Drehbuch von irgendwelchen Hintergrundmächten ist, was dazu führt, dass die Hintergrundmächte einfach die Prophezeiungen absichtlich in Erfüllung gehen lassen können, um den Christen künstlich eine Bestätigung für ihren Glauben zu bringen und weil sie eine Agenda damit verfolgen. Und damit sie vor unserem Schöpfer irgendwann stehen und sagen, wir haben die Menschen doch gewarnt, damit sie ihr Karma niedriger machen können. Aber der wichtigste Punkt ist, was haben Prophezeiungen damit zu tun, mit dem Thema, was nach dem Tod passiert? Gar nichts. Von daher ist dieses Argument, biblische Prophetien haben sich erfüllt, also Gott, also musst du konvertieren, sonst kommst du in die Hölle. Es ist ein totaler Fehlschluss. Total sinnfrei, diese Argumentation. Nummer 2. Wissenschaftliche Wunder in der Bibel. Das ist relativ, weil es gibt auch wissenschaftliche Wunder bei den Veden und die sollen noch viel beeindruckender sein und da soll noch mehr vorhanden sein. Des Weiteren können diese wissenschaftlichen Wunder auch von einem anderen Gott kommen. Das einzige wissenschaftliche Wunder, was mir bekannt ist, ist, dass in der Bibel steht, dass die Tage kürzer werden und dann hat die Wissenschaft später herausgefunden, dass die Erde sich ein bisschen schneller dreht. Könnte auch genauso gut sein, dass die Propheten, die das hingeschrieben haben, von einem anderen Gott geschickt worden sind und dann wurden diese Passagen einfach eingekascht. Und natürlich haben wissenschaftliche Wunder überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun, denn was hat irgendeine Sache, die man
in der Welt erforscht hat, später damit zu tun, was nach dem Tod passiert. Gar nichts. Nächster Punkt, Zeichen und Wunder im Leben. Die Christen behaupten, ich habe Zeichen und Wunder mit meinem Gott erlebt und deswegen ist mein Gott der einzig Richtige für alle anderen auch. Und deswegen stimmt doch automatisch mein Modell vom Leben nach dem Tod. Das ist so ein Blödsinn. Erstens ist das relativ, weil so etwas gibt es auch in anderen Religionen. Und zweitens kann man das auch genauso gut mit unserem Gott erklären, weil unser Gott ist ja eine Erscheinung in anderen Göttern. Auch Engel helfen nicht nur uns, sondern auch anderen Menschen. Zum Dritten kann man das auch mit geistigen Gesetzen oder auch mit Dämonen erklären, je nachdem, was für eine Art von Wunder das ist. Ein geistiges Gesetz besagt, einem Medium geschieht nach seinem Glauben. Und das heißt, du erschaffst deine Realität und das Leben liefert dir Erfahrungen, sodass du dich als etwas erfahren kannst. Und natürlich haben Zeichen und Wunder überhaupt nichts damit zu tun, was nach dem Tod passiert. Zum Beispiel, was hat das damit zu tun, dass wenn du jetzt eine Wunderheilung erfährst, dass dadurch automatisch alle Nichtchristen in die Hölle gehen? Wo ist da der Zusammenhang? Gibt's nicht. Und letzter Punkt, die Wiederauferstehung Jesu. Erstens, es gibt mittlerweile Zeitungsartikel im Internet, die zeigen, dass Jesus die Kreuzigung überlebt haben soll. Was dazu führt, dass er nicht auf R standen ist, sondern nur auf G standen ist. Und zweitens, er könnte auch genauso gut ein Prophet sein, der Superkräfte hatte. Das ist kein zwingender Beleg, dass er automatisch der Gott höchstpersönlich ist. Tatsache ist, dass die Wiederauferstehung Jesu kein Beweis dafür ist, dass alles andere, was das Christentum behauptet, auch stimmt. Und jetzt sagen die Christen natürlich wieder, doch, das hat alles was damit zu tun, weil Jesus hat keine Sünden begangen und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil er keine Sünden begangen hat, hat er den Tod besiegt und dadurch ist er wieder auferstanden. Das heißt, wir haben ein Erklärungsmodell dafür und ihr nicht. Nur weil ihr ein Erklärungsmodell dafür habt, sagt das absolut nichts darüber aus, dass es auch wahr ist. Und nur weil ihr ein Erklärungsmodell dafür habt, heißt es nicht, dass das das Einzige ist, was existiert. Jetzt kommen die Beweise dagegen. Es kann nicht einmal die Grundvoraussetzung erfüllt werden, dass die Bibel das Wort Gottes ist, weil es gibt Fehler in der Bibel, wie zum Beispiel die sechstägige Schöpfung oder die flache Erde. Und dagegen ist bis heute noch kein Christ dagegen angekommen. Eher das Gegenteil sogar, denn aufgrund dieser beiden Sachen wird sogar behauptet, dass die Wissenschaft ihre Lehre sei, nur weil sie von den Aussagen der Bibel abweicht. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Solche Menschen sind Christenfundis. Es gibt sogar Leute, die versuchen, mit Hilfe von Bibelversen zu beweisen, dass die Erde flach ist. Es ist unglaublich. Des Weiteren gibt es auch andere Nahtoderfahrungen, das heißt positive Nahtoderfahrungen von Nichtchristen. Es sind ein ganz klarer Beleg dafür, dass die Behauptung der Christen für das Leben nach dem Tod einfach falsch ist. Und die Reinkarnationsforschung beweist ebenfalls das Gegenteil von dem, was die Christen immer behaupten. Von daher ist die Ansage, dass die Bibel das Wort Gottes ist, zu 100% auszuschließen und damit kannst du nie wieder argumentieren, in der Bibel steht es, also ist es so. Ja, vergiss es einfach. Was übrig bleibt, ist einfach nur eine unlogische, leere Behauptung, die der Faktenlage nicht standhält. Und das war's. Schaut euch meine Short-Videos an, da werdet ihr sehen, dass es wirklich einfach nur unlogisch ist und sonst nichts. Und das wird einfach von Christen ignoriert. Und dann gibt es noch irgendwelche Clowns da draußen, die sagen, dass man ohne die Bibel keinen Maßstab hätte. Ohne die Bibel hätte man keine Grundlage, um zu objektiv wahren Aussagen zu kommen. Die Bibel selbst muss durch einen anderen Maßstab als das Wort Gottes verifiziert werden. Von daher ist diese Argumentation einfach nur absurd. Und jetzt ist die Frage, warum ich das alles überhaupt hier mache. Ganz einfach, aus Mitgefühl. Weil solange ihr an die Hölle glaubt, seid ihr in einer Psychofolter drinnen. Ihr habt Angst vor der Hölle und versucht alles, um da nicht hinzukommen, dann seid ihr massiv unter Druck gesetzt. Und wenn ihr realisiert, dass es keine Hölle gibt, was ich bereits bewiesen habe auf meinem Kanal, dann verschwindet auch die Angst vor ihr. Und deswegen mache ich das alles für euch, damit ihr aus dieser unnötigen Psychofolter rauskommt, die auf nichts als auf einer Lüge basiert. Auch möchte ich euch einen neuen Lebenssinn schenken, wo ihr mehr Selbstbestimmtheit leben könnt. Denn ihr seid Sklave eurer Religion, weil die Hölle ist das Mittel zur Erpressung. Wenn ihr jetzt Christen seid, dann habt ihr nur einen einzigen Lebenssinn, nämlich den, nicht in die Hölle zu kommen. Und damit muss Schluss sein. Stattdessen, wenn ihr erst einmal realisiert, dass es keine Hölle gibt, dann fragt ihr euch, was ist denn dann mein Lebenssinn? Und natürlich ist der offensichtliche Lebenssinn ein anderer. Die Welt besser machen.
Und sobald ihr uns dabei helft, die Welt besser zu machen, wird sich die Welt viel schneller verändern, weil Predigen und Beten und Missionieren und Bibel studieren und in die Bibelgemeinde gehen, das bringt nichts. Das Einzige, was irgendwas bringt, ist es, wenn ihr eine Mission erfüllt, die wirklich anderen hilft. Mein aktueller Beitrag ist es, spirituelle Aufklärung zu betreiben. Ich hoffe, ihr reflektiert jetzt darüber und versteht, dass ich nur in bester Absicht handle und dass ihr eines Tages erkennen werdet, dass der einzige Grund dafür, warum ihr mir nicht glaubt, der ist, dass einfach irgendwelche unterbewussten Programme in euch ablaufen, die nur die Aufgabe haben, euer Weltbild aufrechtzuerhalten, weil ihr einfach Recht behalten wollt. Das sind einfach nur künstliche Abwehrprogramme, weiter nichts. Der einzige Grund dafür, warum ihr euch uns nicht anschließt, ist, weil ihr nichts über uns wisst und weil ihr einfach Angst habt. Es sind nur eure Gefühle, es ist nur euer Stolz, der euch im Weg steht, es ist nur eure Ignoranz. Und das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.